steht der ehemalige Bayern-Profi Gianluca Gaudino vor einem erneuten Engagement in der Schweiz. Das einstige Top-Talent des deutschen Rekordmeisters wird mit den Young Boys Bern in Verbindung gebracht. Der 22-Jährige ist seit Sommer ohne Verein. 10 Jahre lang durchlief Gaudino die Nachwuchsmannschaften des FC Bayern, ehe er im Sommer 2014 in den Profikader aufrückte. Der zentrale Mittelfeldspieler galt als Liebling des damaligen Cheftrainers Pep Guardiola, der in den Anfangszeiten viele lobende Worte für das Eigengewächs übrig hatte. 11-mal kam der Youngster in seiner ersten Profisaison zum Einsatz. Der große Durchbruch blieb dem gebürtigen Hanauer allerdings verwehrt. Nach eineinhalbjähriger Leihe zum FC St. Gallen wechselte Gaudino im Sommer 2017 zu Chievo Verona. Für den italienischen Erstligisten bestritt der Sohn des ehemaligen Bundesliga-Profis Maurizio Gaudino lediglich 3 Pflichtspiele. Seit Ende August ist das Bayern-Eigengewächs vereinslos. Gaudino trainierte zwischenzeitlich bei der U23 von Borussia Mönchengladbach mit. Bayern-Lieblingsschüler von Pep Guardiola, Herr Gianluca Gaudino. Laut Informationen des Nachrichtenportals Now könnte der Ex-Münchner wieder in die Schweiz zurückkehren. Demnach zeigen die Young Boys Bern Interesse am Mittelfeldspieler. Der 22-Jährige absolvierte bereits im Dezember ein Probetraining beim amtierenden Meister. Dem Bericht zufolge ist Gaudino als Nachfolger für Seko Sanogo im Gespräch. Die Ivore hat die Eidgenossen für 7 Millionen Euro Ablöse in Richtung Saudi-Arabien verlassen, wo er beim Erstligisten Al-Ittihad Jeddah einen Vertrag bis 2022 erhielt. Thank you.